sagt wieder Barbara Berger, Coach, Life Coach, Trainerin und Lerntrainerin aus Wien. In meinem letzten Video habe ich ein bisschen darüber gesprochen, was es so für vielleicht veraltete, aber trotzdem bewährte Methoden gibt, die man im Grundschulunterricht sehr gut verwenden kann. Wenn ihr das nicht gesehen habt, würde ich vorschlagen, einfach mal in das Video reinschauen. Heute natürlich wieder das nächste Thema. Und zwar werde ich auch oft gefragt nach dem Unterschied oder die Frage ist Coaching und Lerntraining dasselbe oder sind das unterschiedliche Dinge? Und da möchte ich einfach ein bisschen heute drauf eingehen. Ja, mein persönlicher Lebensweg hat mich zuerst in ganz andere Gefilde verschlagen, ausbildungsmäßig zum einen und dann auch von den ersten Jobs her. Irgendwann einmal war ich in einer Station, da bin ich dann im IT-Consulting-Bereich gelandet und zu dem Zeitpunkt habe ich mit meiner Coaching-Ausbildung begonnen. Und habe gesehen, dass ich mich da schon in dem Umfeld im Zuge meiner IT-Projekte da ganz anders tue, leichter tue, weil nicht mehr jetzt IT und der Prozess im Vordergrund steht, sondern weil es viel mehr um Bedürfnisse geht, um vielleicht Ängste und um gemeinsame Lösungswege. Aber das ist alles schon eine Zeit her und am Ende meiner Coaching-Ausbildung habe ich mich dann nochmal spezialisiert im Bereich Lerntraining. Und ein paar Jahre danach dann erst auch die Ausbildung gemacht zum Rechentherapeuten am Rechinstitut Wien. So, kommen wir jetzt wieder zur Frage zurück. Coaching das eine, Lerntraining das andere. Ich würde mal sagen, Coaching ist eine sehr wichtige und grundlegende Methode, der man sich auch im Lerntraining bedient. Aber in ein Lerntraining zu gehen, gerade an so Themen wie Lese-Rechtschreibschwäche, wo ich mich zuerst mal spezialisiert hatte, oder dann Rechentherapie geht natürlich nicht mit dem klassischen normalen Coaching-Handwerk alleine, sondern da bedarf es dann schon methodisch-didaktischer, inhaltlicher Themen, die da ganz besonders wichtig werden in dem Zusammenhang. Was heißt das jetzt genau? Genau heißt das, dass ich als reiner Coach, der jetzt im klassischen Coaching-Bereich tätig bin, eigentlich meine Aufgabe darin sehe, den Klienten oder meine Klienten auf ihrem Lösungsweg zu begleiten. Das heißt, das ist keine inhaltliche, fachliche Beratung, sondern das ist eine Prozessberatung, die da stattfindet. Und der Klient sucht sozusagen nach die für ihn maßgeschneiderte Lösung in sich selbst mit Hilfe meiner Anleitung. Das wäre im Lerntraining natürlich zu wenig. Ich kann Kindern nicht sagen, ja, du hast ein Problem in Mathe, such dir jetzt da irgendwie deinen Weg heraus. Ich begleite dich da irgendwie halb esoterisch dabei. Da ist es natürlich schon wichtig, dass man auch weiß, wie funktioniert denn der Lerngegenstand? Was ist wichtig? Was sind die Skills, auf die es ankommt, wenn ich jetzt zum Beispiel lesen lerne oder schreiben lerne? Lesen und Schreiben sind Fähigkeiten, die relativ unabhängig voneinander zu lernen sind und die sich leider auch nicht so wirklich ganz bedingen. Das heißt, wenn jemand gut lesen kann, heißt es nicht automatisch, dass er gut, sprich im Sinne der Grammatik, richtig schreiben kann. Ja, also das zu wissen, das zu trennen, zu wissen, worauf da zu achten ist, zu wissen, wie Lernen auch in der Theorie funktioniert, was macht das Gehirn, was ist daher sehr wahrscheinlich ein guter Ansatz im Lernen weiterzukommen, was sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit jene Dinge, die es zu vermeiden gilt, die nicht sehr nützlich sind und innerhalb dieses Spektrums dann aber mit dem Kind, Studenten, Erwachsenen, wer auch immer der Klient ist, gemeinsam das auszuprobieren, was jetzt in der Situation wirklich funktioniert. Das ist das, was im Lerntraining im Vordergrund steht. Am Rechinstitut, also sprich, wenn es um Mathematik geht, ist es noch einmal eine Stufe vielleicht interessanter oder schwieriger, weil Mathematik halt sehr aufbauend ist. Ja, das heißt, wenn es hier Fähigkeiten, Fertigkeiten schon ganz am Anfang in der Grundschule gibt, ist es nahezu unmöglich, dass man danach in weiteren Jahren urplötzlich sozusagen besser wird oder der sprichwörtliche Knopf aufgeht. Da muss man schon dort an das Fundament zurückschauen und dort arbeiten, wo es die ersten vielleicht Verständnisschwierigkeiten und Probleme gibt. Was aber dann auch noch wieder passiert ist, das sind jetzt die klassischen Lese-Rechtschreib-Geschichten oder mathematikspezifischen Geschichten oder Lerntraining-Allgemein-Geschichten. Wie organisiere ich mich? Wie wiederhole ich? Was muss ich tun, damit ich mir was merke? Das sind eher die reinen Themen. Oft kommen aber noch ganz andere Themen dazu, wie zum Beispiel stark mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder eine ganz niedrige Motivation, schon gepaart mit Versagensängsten, weil einfach in der Schule so ein
schon schlechte Erfahrungen gemacht wurden, weil der Druck seit der Schule manchmal auch von zu Hause sehr groß ist. Es kann auch zusätzliche psychologische Komponenten geben wie ADHS, ADS, all diese Dinge. Ja? Und die kommen natürlich dann geballt zusammen und da ist es schon ganz eine geschickte Kombination, sozusagen das Lerntraining auf der einen Seite zu haben, das Coaching auf der anderen Seite zu haben und zu versuchen, sich hier den idealen Weg zu finden und zu bahnen. Manchmal braucht es halt dann schon auch noch zusätzliche externe Spezialisten wie Ergotherapeuten, vielleicht Psychotherapeuten etc. Die können wir natürlich nicht alle in Bausch und Bogen ersetzen. Ja, und wie alle, die natürlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist es auch bei mir so, dass jeder Tag was Neues bringt, neue Erkenntnisse, Überraschungen. Und es ist ganz besonders schön, wenn man an einen Punkt angelangen kann, wo man sagt, da gibt es ein Kind, das hatte ganz große Schwierigkeiten, ganz große Ängste, aber mit so den vielleicht kleinen Schritten des Erfolgs gewinnt es an Selbstvertrauen, erkennt, ja, da sind ja auch sogar für mich Erfolge möglich. Und das ist oft so der Zeitpunkt, wo es dann sich überproportional mehr öffnet, wo die Vertrauensbasis dann gegeben ist und wo man dann auch wirklich auf der rein inhaltlichen Ebene sukzessive Schritte in Richtung Erfolg unternehmen kann. Ja, das war's dann schon. Ich hoffe, es ist ein bisschen was klarer geworden. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne in die Kommentare von dem YouTube-Video. Die beantworte ich dann gerne in einem meiner folgenden Videos. Ihr wisst schon, was folgt. Ich bitte euch, like, subscribe, ring the bell und habe für euch natürlich das Wichtigste noch einmal auf den Punkt gebracht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche sehen. Bis dorthin alles Gute. Ciao und Baba.